Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich möchte euch heute hier, der Galerie-Traktor, euch heute hier von Lizard hier den Steiger 250 euch heute hier vorstellen. Ist auch hier für die Konsolen hier verfügbar. Finde ich cooles Teil, das Ganze. Es handelt sich hier um den Raber Steiger, natürlich wegen der Rechte hier, heißt es hier Lizard. Ja, cooles Teil, wie gesagt. Also, ja, es ist waschbar. Lackabnutzung haben wir hier natürlich auch. Und das Ganze gibt es hier nur für einen guten Preis von 26.500 Euro. Miete sind wir da ja bei 1.351 inklusive. Wir haben hier eine Motorleistung von 250 PS. Ja, deswegen hier Raber Steiger 250. Ja, mit 184 kW, manuelle Schaltung, 780 Liter Tank, 25 km/h, 12,5 Tonnen. Und den Reifen drauf von Trelleborg. Jetzt hier, wie wir sehen, ja, hier die Breitreifen. Das Ganze gibt es natürlich hier innen drin, wie wir sehen, hier noch mit einem anderen, ja, wie soll man sagen, Narbe natürlich. Das Ganze wieder zurück, sehen wir hier. Dann hier die weiter drinnen natürlich. Dann gibt es das Ganze als Pflegebereifung, ja. Das Ganze hier wieder mit der anderen Narbe, ja. Und dann gibt es das Ganze als Zwillings, also Pflegebereifung, dann hier wieder mit der anderen Narbe natürlich. Das sehen wir jetzt so her. Und dann natürlich wieder hier von vorne. Dann gibt es hier noch einen Lizard mit Breitreifen. Das Ganze gibt es wieder mit der anderen Narbe. Und hier Pflegebereifung, dann mit der anderen Narbe natürlich. Und die Zwillingspflegebereifung, wie wir sehen, her. Und natürlich hier die Zweier natürlich genauso, wie wir sehen, her. Nochmal eine Retour, das sehen wir jetzt mit der Narbe. Ja, und dann gibt es hier natürlich hier noch BKT mit Breitreifen, dann mit anderer Narbe natürlich. Und wieder natürlich mit anderer Narbe. Ja, und dann haben wir natürlich Conti mit dabei, mit Breitreifen. Dann hier Breitreifen 2 mit anderer Narbe, natürlich Pflegebereifung. Dann hier die andere Pflegebereifung mit anderer Narbe natürlich. Dann hier die Zwillingspflegebereifung, dann natürlich hier mit anderer Narbe wieder. Und ja, die Breitreifen wieder von vorne. Dann haben wir natürlich hier Michelin mit die Breitreifen natürlich. Dann hier sehen wir die Breitreifen 2 und natürlich mit anderer Narbe die Breitreifen 3. Und die Pflegebereifung, dann natürlich mit anderer Narbe. Und ja, die Zwillingspflegebereifung mit anderer Narbe. Dann hier Mieters natürlich mit dabei. Finde ich ganz cool. Mal hier, wie wir sehen, hier ein bisschen schonender Reifen natürlich. Das Ganze mit Breitreifen. Und dann mit anderer Narbe natürlich. Und die Pflegebereifung, dann mit anderer Narbe. Und wieder hier die Zwillingspflegebereifung. Ja, wie gesagt. Dann gibt es hier Fräsestein, das Ganze auch noch. Und die Breitreifen gibt es hier auch. Und dann hier sehen wir die Breitreifen 2, dann mit anderer Narbe natürlich, dann wieder hier Breitreifen 4. Ja, die Pflegebereifung, dann die Variante 2 natürlich hier mit anderer Narbe und die Zwillingspflegebereifung. Ja, und mit anderer Narbe natürlich, ja. Dann gibt es hier das Ganze hier auch noch mit einer Rundumleuchte. Dann hier Farbwahl haben wir auch ein bisschen was dabei, wie wir sehen, jetzt hier. Ja, da gibt es hier so verschiedene Gelb- und Orangetöne natürlich, das Ganze. Und hier natürlich die Kennzeichenwahl, schauen wir noch hier, das Ganze gibt es ohne. Und natürlich hier für vorne und hinten, ja. So, ich denke mal, wir schauen das Ganze natürlich mal an. So sieht er aus, schick, toll. Dann hier natürlich mit der Lackabnutzung und hier natürlich mit der Verschmutzung das Ganze. Wir steigen einfach mal hier in den ein. Da haben wir so eine Animation, dass die Türe aufgeht und zugeht mit Sound. Starten wir mal. Würde ich mal sagen, hören wir das Ganze nochmal von außen an. Halten wir nochmal aus. Ja, richtig laut ist er nicht. Das ist eigentlich angenehm, würde ich mal sagen. Sehen wir hier, die Welle ist auch schick animiert. Wir testen natürlich jetzt gleich hier als erstes mal unseren Thatcher. Hupe, ja, sehr leise. km/h machen wir natürlich. Und Umleuchte. Dynamische Schläuche, ja, sind hier auch da.
Zapfwelle nimmt er hier schon mal keine. Mal schauen, was nachher ausschaut. Aber die Dynamik-Schläuche, wie wir sehen, hat er attached. Schade natürlich, finde ich, dass man beispielsweise keine Mauskontrolle oder sowas eingebaut hat. Ja. Hier sehen wir Zapfwelle. Hier nimmt er keine. Schauen wir mal, ob er einen hat. Ne, ich sehe keine. Schauen wir mal so her. Nein, hat keine Zapfwelle. Ist rein nur zum Ziehen da, hier, das gute Stück. Maximal hier 25 km/h steht hier noch groß geschrieben hinten drauf. So, dann würde ich mal sagen, wir machen hier drüben gleich hier unser Lichttest. So, Blinker. Hinten mit Numbit 6 sehen wir hier Reifenspuren, sehen wir auch noch ganz gut. Von der Numbit 5. Einmal left schalten, zweimal, dreimal, viermal. Bremslicht. Rückfahrsound hat er nicht, aber wir sind hier mit 9 km/h. 15 sind eingetragen, aber er macht leider nur 9, wie wir sehen. Innen drin sehen wir hier Blinker-Kontrolllampe. Einmal F geschalten, zweimal, dreimal, viermal, leuchtet nicht mehr. Aber ich finde ganz cool von innen drin, wenn wir jetzt losfahren, die Animation der Schaltung, wie wir jetzt hier sehen. Das ist echt nice. Spiegel, wie wir sehen hier, sind hier vorhanden. Testen wir auch gleich jetzt hier noch her, wie das Ganze hier ist, natürlich hier geht. Natürlich jetzt hier Zapfwelle hat er ja keine, also aber er attached schon. Wenn wir jetzt hier sehen, ja, also wir haben den Ladewagen. Ist schon relativ ganz gut eingestellt, also man könnte hier sich damit dran orientieren. So, fahren wir einfach jetzt hier mal mit den hier über unser Silo. Er ist zwar nicht schnell, aber er hat ja hier Mods Kraft natürlich. Wie wir sehen hier auch die hinten her sehr flexibel und alles, das ist schon ganz gut. Du kannst mit denen hier ganz gut hier arbeiten. Halt, mit denen bist du ein bisschen langsamer halt am Weg, aber das musst du natürlich hier dann, wenn du diesen Mod natürlich verwendest und damit du was machen möchtest, natürlich hier einkalkulieren. Dafür hat er Kraft und ja, Gewicht natürlich hier auch. Ja, lockmäßig, ja, sieht da eigentlich hier ganz gut aus, wenn wir hier sehen, hier Safe Game und hier ist unsere Lok, wie wir sehen, und da ist hier er hier natürlich hier lockfehlerfrei. Das ist natürlich das Wichtigste, da, um ein gutes Spiel natürlich hier zu haben. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut's wieder rein, würde ich mich natürlich freuen. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Franz, ciao, ciao. Ja, mit dem Spiel ist es leichter, mit dem Hänger rückwärts zu fahren.